In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man eine weitere Imkerei hinzufügt, User, also Benutzer hinzufügt oder entfernt, etc. Also ein bisschen Management der Imkereien, wenn das für euch relevant ist. Fangen wir gleich an. Das Ganze finden wir unter Einstellungen Imkerei. Hier in diesem Fenster sehen wir unsere aktive Imkerei und möglich, wenn mehrere Imkereien hier sind, dann noch die anderen. Wenn ihr euch nur registriert, habt ihr hier nur eine Imkerei und wenn ihr eine zweite Imkerei braucht, zum Beispiel einen Gemeinschaftsstandort, wo ihr extern verwalten wollt mit Kollegen, dann klickt ihr hier einfach auf Neue. Wir nennen die einfach Video Demo Imkerei und legt die hier an. Nach dem Anlegen findet ihr hier. Was hier sofort auffällt ist, ihr seht hier unten immer den aktuellen Status dieser Imkerei. Dieser ist hier bezahlt noch gar nicht und also ist die Status Basic und nicht Premium. Wenn wir zurückgehen auf unsere Standard-Imkerei, ist die im Premium. Es ist so, dass die Premium-Bezahlung in B3 auf nicht per User, sondern immer per Imkerei funktioniert. Das heißt, jeder User in dieser Imkerei hätte auch Zugang zu den Premium-Features. In der neu angelegten Imkerei hat man nur die Basic-Features. Das heißt, man müsste, wenn man mehrere Imkereien selber betreibt, für jeden und man möchte Premium, für jeden Premium aktivieren. Nichtsdestotrotz, hier haben wir jetzt eine neue Imkerei erstellt. Die ist ganz frisch. Die hat noch keine Stöcke, nur einen Musterstand hinterlegt und man müsste hier wieder alles neu einstellen. Das heißt, auch die Kontrolltypen etc. muss man neu einstellen. Du kannst hier auch Imkereien löschen. Wenn du eine Imkerei löscht, geht das nur, wenn keine anderen Benutzer oben sind, außer du. Du der Admin bist. Und es nicht deine einzige Imkerei ist. Also diese Steps müssen vorhanden sein oder diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Zum Beispiel ist egal, testen wir einfach das Löschen hier. Du musst noch einmal den Namen der Imkerei hier eingeben aus Sicherheitsgrund. Und jetzt ist die Imkerei wieder gelöscht, die was wir gerade angelegt haben. Sehr, sehr wichtig. Die Daten können nicht mehr wiederhergestellt werden. Auf dem Server werden die komplett gelöscht und aus datenrechtsschutzlichen Gründen werden die Backups am Server nach 3 Monaten auch gelöscht. Das heißt, nach 3 Monaten sind alle Daten jemals da eingegeben weg und können nicht wiederhergestellt werden. Auch das Wiederherstellen aus einem Backup, dann könnten wir erledigen. Müssten wir aber extra Geld dafür verlangen, weil das mit sehr viel Aufwand verbunden ist. Deswegen, wenn ihr wirklich etwas löschen wollt, schaut, dass eure Daten runterbekommt. Das geht aus Admin sehr leicht. Ihr könnt hier einfach auf Download klicken. Dann exportiert er alle Daten dieser Imkerei aus CSV-Datei, das wir sie zum Beispiel in Excel oder in anderen Tabellensoftware, zum Beispiel Google-Tabellen, öffnen könnt. Also bitte schaut, dass eure Daten zuerst runterbekommt, bevor ihr Imkereien löscht. So, legen wir wieder eine Video-Demo-Muster-Imkerei an. Die nächste Sache, was ich erklären möchte, ist hier der Zugriff entfernen. Wenn ihr in einer anderen Imkerei drinnen seid, aus zusätzlicher Benutzer, könnt ihr euren eigenen Zugriff hier entfernen. Das geht jetzt in diesem Fall nicht, da ihr der einzige Benutzer in dieser Imkerei seid. Wo finde ich überhaupt die Benutzer? Und hier kommen wir zum nächsten Schritt, was wir uns anschauen. Benutzer. Hier gibt es den Imkerei-Tab und den Benutzer-Tab. Im Benutzer-Tab sehen wir, welche Benutzer in dieser aktuellen Imkerei angemeldet, registriert sind und können auch neue
Benutzer hinzufügen. Das machen wir jetzt einfach einmal. Wir nehmen einfach meinen Hauptaccount her. Und wir sehen hier jetzt, das ist der Benutzer Hannes. Mit dieser E-Mail-Adresse hinzugefügt worden. Und er hat momentan den Rang, also die Berechtigung Read Only. Das heißt so viel wie, er darf nur lesen. Dieser Benutzer kann keine Daten verändern, sondern kann nur Daten anschauen in dem KI. Wenn ich hier raufklicke, kann ich diese Berechtigung verändern. Es gibt den Benutzerrang oder Berechtigung User. Ein User kann sehr gut in dem KI arbeiten, also er kann Aufgaben erstellen, erledigen, etc. etc. Aber er kann keine neuen Benutzer hinzufügen, er kann keine Bienenstände erstellen, er kann keine Bienenstöcke erstellen. Das können alles nur Admins. Also der Rang User ist so ein typischer User, User-Berechtigungen, die empfehlenswert sind für zum Beispiel Angestellte oder wenn ihr nur einen Hauptadmin haben wollt, was sowieso oft gut ist in Cloud-Systemen. Wenn ich nochmal raufklicke, wäre dieser User jetzt auch Admin und könnte zum Beispiel mich selber entfernen. Um User wieder zu entfernen, können wir vorne hier raufklicken. Dann steht nochmal Entfernen User. Hier fehlt noch eine Übersetzung, die muss ich noch hinzufügen. Und der User ist entfernt. Jetzt habe ich einen User hinzugefügt, der was bereits einen B3-Account hatte. Hat jetzt ein neuer User keinen B3-Account? Das können wir auch einfach durchtesten. Wir schreiben jetzt Test Inka. Dann bekommt dieser eine E-Mail mit Zugangsdaten, beziehungsweise dass er Zugangsdaten einstellen muss. Das können wir gleich durchtesten. Hier steht jetzt ausstehen, das heißt, der ist noch nie eingeloggt und dieser bekommt jetzt ein E-Mail. Das schauen wir gleich an. Wir loggen uns hier aus für dieses Beispiel und ich zeige euch das E-Mail, was dieser User dann bekommt. Also der neue User, wäre gut, wenn sie ihm Bescheid gibt, der bekommt jetzt eine E-Mail, wo steht einfach, jemand hat ein Passwort angefordert für ein B3-Login. Also das ist sehr basic. Das ist wie wenn ihr ein Passwort resettet. Dieser neue User muss jetzt diesen Link folgen. Und ein Passwort vergeben. Passt, jetzt haben wir ein Passwort für diesen User vergeben und wir steigen jetzt ein. Ich schaue nur schnell, den hat er Test Inka genannt. Und wir sehen, der neue User ist jetzt in dieser neuen angelegten Imkerei, wieder dem er musste Imkerei. Und hat Zugang zu dieser Imkerei, aber kann zum Beispiel keine User verändern, ist nur in dieser Imkerei und kann jetzt zum Beispiel, weil dieser ist jetzt kein Admin, kann der auch keine, so stand schlechte Beispiel, keine Daten anlegen oder so, das heißt, er kann sich nur Daten anschauen in dieser Imkerei. Okay? Als User selber könnte er sein unter Profil hier auch wieder sein Konto löschen. Das mache ich jetzt zum Beispiel für diesen User. So. Falsches Passwort.
Jetzt gelöscht. Steigen wir wieder in unsere Demo, mit unserem Demo-User ein und gehen zurück auf die Imkerei. Sehen wir das jetzt, weil ich den User wieder gelöscht habe, der wieder entfernt ist. Aber so könnt ihr auch externe User in eure Imkerei einladen, sozusagen. Und er bekommt dann einen Account. Zu erwähnen ist, wenn ein Benutzer Zugang zu eurer Imkerei hatte und nach einer Zeit arbeitet er zum Beispiel nicht mehr in der Imkerei mit, ist es besser, ihm einfach nur einen Lesezugriff zu geben und nicht diesen zu entfernen, weil dann könnt ihr noch immer jede Aufgabe, die dieser User erstellt hat, etc. zuordnen. Ansonsten könnt ihr diese Aufgaben nicht mehr gut zuordnen und da würde kein Name stehen. So bleibt der Name bestehen. Aber wenn ihr den User löscht, werden natürlich die Namen, E-Mail-Adressen etc. aus dem System gelöscht und ihr seht nicht mehr, wer diese Aufgaben erstellt hat. So, das war jetzt User Management, sehr basic natürlich nur und wie ihr Imkereien erstellen könnt. Und ihr seht, damit könnt ihr auch, wenn ihr mehrere Leute seid, kann hier jeder Zugang zu einer Imkerei haben. Es funktioniert nicht, dass ein User nur auf bestimmte Bereiche Zugriff hat oder nur auf gewisse Binnenstände. Das wird nicht von diesem System unterstützt. Das heißt, wenn ihr so etwas haben wollt, müsst ihr entweder mehrere Imkereien anlegen für verschiedene Teilbereiche eures Betriebs oder es darf nur einen User geben, der was Zugang hat zur App. Vielen lieben Dank.